Seid ihr herzlich willkommen. Eine Monatslegung für Monat April. Eine allgemeine Legung. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, diese Legung, diese Monatslegung abbuchen. Dann ist es persönlich, maßgeschnitten, passt genau auf deine Situation. Mein Honorar beträgt 10 Euro aus der Schweiz. 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und jetzt, was erzählen die Bilder, was passiert Monat April? Die Eckkarten haben immer eine besondere Bedeutung. Besonders die ersten Karte, weil das beschreibt die Monatsthemen. Und hier sehen wir einen Brief. Und das bedeutet eine Nachricht. Hier erscheint dieser Glücksklee und das bedeutet eine gute Nachricht. Und unterhalb von diesem Brief, das Herz, bedeutet eine Liebesnachricht. Und das kommt plötzlich, unerwartet, mit einem Schwung. Und diese Karte bedeutet auch Monat April. Also, das passiert auch im April. Wenn du eine Dame bist, dann erscheinst du hier im Bild. Diese Sense erscheint in deinem Kopfbereich und das beschreibt deinen Gedanken. Du möchtest von etwas oder von jemand trennen. Oder du hast Angst, dass er sich trennt. Aber du siehst diese Veränderung, weil die Störchen zeigen die Veränderungen und du schaust genau in diese Richtung und das heißt, ändert sich etwas in die Liebe-Partnerschaft und das bringt Glück. Und hier ist diese gute Nachricht. Dein Herzensmann oder wenn du ein Mann bist, dann erscheinst du hier im Bild. Die beiden Karten zeigen die Gedanken, eine Veränderung und dieser Glücksklee bedeutet Glück, eine glückliche Wende in die Liebe-Partnerschaft. Und er schaut diesen Baum an und zeigt sein Bedürfnis, endlich angekommen zu sein. Er sucht seinen Platz im Leben, wo er das Gefühl hat, ja, hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich verwurzelt. Und das hat mit dieser Partnerschaft was zu tun, mit diesem Liebe was zu tun. Ihr beide seid eher in einer direkten Verbindung. Das zeigen hier diese Karten. Die Bewegung, kommt einiges in Bewegung. Dann ist hier die Dame, der Herr. Und dieser Hund bedeutet die Treue. Du bist treu, er ist treu und kommt eine Veränderung in die Liebe, was euch beide Glück bringt. Dieser Brief kann auch ein Dokument oder ein Vertrag auch sein. Das kommt auch überraschende Art und Weise, zeigt diese Sense mit einem Schwung. Und das bringt auch Veränderungen und Glück. Die nächste Eckkarte, dieser Hund kann natürlich auch Haustiere auch sein, aber symbolisiert Freundschaften und symbolisiert die Treue. Und er steht auch in Verbindung mit dieser Karte, sogar du auch, wenn du eine Dame bist. Und hier, dieser Baum bedeutet nicht nur einen Platz einzunehmen im Leben, was Sicherheit und Stabilität und Halt gibt, sondern symbolisiert auch Gesundheitsthemen und Heilung. Und hinter ihm erscheinen die Fische und das bedeutet Geld. Kann sogar sein, dass ihm Heilung ist seine Berufung. Und er möchte beruflich auch etwas verändern. Oder kommt Heilung, was die Finanzen betrifft. Das verbessert sich alles.
Und dieser Turm kann auch Finanzamt auch sein oder Banken oder Versicherungen, alles was mit Geld was zu tun. Aber hier, dieser Berg zeigt noch die Schwierigkeiten. Und die Kartenreihe verbindet sich mit diesem Schlange. Das kann Umwegen sein oder eine Frau, die das bearbeitet. Dieser Berg bedeutet zwar Probleme oder Schwierigkeiten, aber oft symbolisiert die Wintermonate, dass hier all das, was im Wintermonaten passierte, besonders was mit Ämtern und Finanzen was zu tun hat, das wird jetzt geklärt. Dieser Turm bedeutet nicht nur Ämtern oder eine rechtliche Lage, das kann natürlich auch sein, Schwierigkeiten im Gericht, sondern dieser Turm bedeutet auch die Gefühle. Wenn er oder du euch gefangen fühlt in negativen Gefühlen wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl, dann fühlt sich diese Karte so an wie ein Labyrinth. Ihr sucht dann eine Lösung, einen Ausweg. Aber hier erscheint die Heilung, also das beruhigt sich alles und ihr könnt die Finanzen auch in Ordnung bringen. Und dieses Haus bedeutet nicht nur euren Zuhause, sondern auch die Umgebung, die Nachbarschaft, die Elternhaus oder die Verwandtschaft. Und hier kommt auch Thema Finanzen auch im Spiel. Ihr müsst familiär auch etwas klären. Und er steht mit diesem Herz und Haus in Verbindung. Das bedeutet, er fühlt sich wohl zu Hause. Und die Fische zeigen nicht nur die Finanzen, sondern auch die inneren Werte, dass du wertvoll bist für ihn. Und all das spielt in eurem Schicksal auch eine Rolle. Hier erscheint dieses Kreuz. Das kann natürlich auch religiösen Themen auch sein oder Spiritualität. Aber bedeutet auch eine karmische Liebe. Wenn du eine Dame bist, stehst du mit diesem Kreuz in eine direkte Verbindung. Und er auch. Das heißt, dieses Kreuz verbindet euch. Und das heißt, euren Schicksalswegen haben sich gekreuzt. Das ist eine karmische Liebe. So war das vorbestimmt. Dieses Kreuz kann auch Entscheidungen sein, weil ihr seid in eurem Lebensweg gerade bei dieser Kreuzung und ihr werdet neu orientieren. Wie geht es weiter, in welchen Richtung? Und das Kind kann zwar auch Kinder auch sein, aber symbolisieren einen Neuanfang. Und hier ist schon die Schlüssel dazu, hier öffnet sich eine Tür, Chancen, Möglichkeiten in allen Ebenen, beruflich, wohnlich oder in die Liebepartnerschaft. Sogar die Wege stehen mit diesem Kreuz auch in Verbindung und die Wege bedeuten auch Entscheidungen. Und welche Karte sind in die gleiche Reihe? Das Haus. Und das kann Umzug sein oder Veränderung zu Hause oder in die Familie. Dann die Wegen und diese Anker. Der Anker bedeutet auch Sicherheit, Stabilität, angekommen zu sein, verankert fühlen, aber symbolisieren auch Beruf, Berufung. Also kann auch eine berufliche Entscheidung auch sein. Was in Vergangenheit passierte, das sehen wir hier bei der nächsten Eckkarte. Dieser Saal kann natürlich auch eine erbschaftliche Situation auch sein. Und hier liegt die Falschheit, zeigt dieser Fuchs. Aber dieser Saal hat eher eine symbolische Bedeutung.
wenn du oder er oder ihr beide etwas beendet und kommt dann etwas Neues. Oder bedeutet oft auch Vergangenheit etwas Altes. Etwas Altes kehrt zurück. Das kann Kontakten sein, aber kann auch Erinnerungen auch sein. Und es sind keine schönen Erinnerungen. Diese Peitsche tut weh. Das ist Schmerz. Jemand hat dich verletzt. Hier liegt die Falschheit. Und die Wolke zeigt, etwas ist undurchschaubar. Oder diese Wolke kann auch die Zeit sein und bedeutet halbes Jahr. Was war vor halbes Jahr? Wer hat dich betrogen oder angelogen oder absichtlich verletzt? Also diese Thematik kehrt wieder zurück, aber zum Glück sind hier die Mäuse. Im Kartenlegen sagen wir, dort wo die Mäuse erscheinen, die fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Das heißt, bis Ende April entfernen die Mäuse diese Wolke, entfernen die Peitschen, entfernen diese schlaue Fuchs und entfernen die Stillstand. Kommt einiges in Bewegung und hier ist die Schlüssel dazu. Und das zeigt dein Selbstsicherheit, das Kind ein Neuanfang und Mond hat einen Einfluss auf deinen Gefühlen, aber bedeutet auch Empfängnis. Du wirst dieses Glück empfangen. Die Sterne zeigen das Glück und diese Blume die Reinheit und Schuld oder das hier klärt sich etwas auf. In Lenormand-Karten bedeutet diese Karte auch die Sexualität. Und hier die Empfängnis und das Kind. Und so ist das in Sternen geschrieben. Und das kann ein Geburt sein. Und das bedeutet Schwangerschaft. Aber wenn das um eine Tätigkeit handelt, wie zum Beispiel Selbstständigkeit, dann kann das auch hier geboren werden. Die nächste Eckkarte, dieser Bär, bedeutet dein Kraft. Und was gibt dir Kraft? Das ist hier die Bewegung, das kann auch Sport sein oder Autos. Diese Schlange zeigt die Heilung, die Erneuerungsprozesse, aber kann auch eine Frau auch sein. Hier ist die Berufskarte, die Sonne zeigt Erfolg, aber auch die Sommermonate. Und hier ist diese Reise. Kann sein, ihr plant April schon diesen Sommerurlaub. Diese Reise bedeutet oft auch eine innere Reise in spirituelle Richtung. Und das Buch, das Wissen, die Weisheit oder Schulungen, dieser Blumenstrauß, die Kreativität oder eine Einladung, ein Geschenk oder eine angenehme Überraschung. Und die Vögel zeigen schon die Gespräche, die Kommunikation. Dieser Ring bedeutet die Verbindungen, die Kontakte, aber auch etwas Wiederkehrendes, etwas Altes kehrt wieder zurück. Und das kann eine alte Weisheit auch sein und diese Karte, dein Heilkraft, dein Heilenergie. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat April sehen wir hier. Einiges kommt in Bewegung, etwas, womit du nicht gerechnet hast. Diese Sense zeigt, das kommt unerwartet, mit einem Schwung. Eine gute Nachricht und beruflichen Erfolg. Diese Schlange kann die Heilung sein, oder dass alles durch Umwegen passiert, eventuell eine Frau. Ein Sommerurlaub und das gibt euch Kraft. Sonne bedeutet aber auch deine Lebensenergie, deine Ausstrahlung und das kann eine Seelenreise auch sein. Zweite Woche, Monat April, sehen wir hier. Wenn du eine Dame bist, stehst du hier im Mittelpunkt.
Die Schwierigkeiten hast du hinter dir gelassen, das war im Wintermonaten. Hier ein neuer Blick ab April, verändert sich etwas und das entspricht seinen Gedanken, sein Plan. Eine gute Nachricht und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Es werden Entscheidungen da sein, kommen wichtigen Gesprächen auf dich zu und dieser Blumenstrauß bedeutet eine angenehme Überraschung oder ein Geschenk. Und dieses Geschenk kann auch ein Buch sein oder eine Ausbildung und hier liegt der Vertrag. Aber dieser Ring bedeutet auch etwas Wiederkehrendes. Dritte Woche, Monat April, sehen wir hier. Er steht im Mittelpunkt und er braucht hier die Heilung, die Sicherheit und Stabilität. Auch in die Liebe, auch wohnlich, auch finanziell. Ihm ist es bewusst, dass ihr beide habt eine karmische Liebe. Dieses Kreuz verbindet euch beiden. Das Kind kann natürlich auch die Kinder sein, aber symbolisiert auch einen Neuanfang. Und hier öffnet sich eine Tür für euch, hat einen Einfluss auf euren Gefühlen und dieser Mond bedeutet auch Empfängnis und klärt sich einiges auf, steht alles im guten Sternen. Dieser Sternenhimmel bedeutet aber auch die Spiritualität. Letzte Woche, Monat April, erscheint hier. Hier liegt die Treue und Freundschaften. Aber etwas hält euch noch gefangen oder kommt etwas von Ämtern oder vom Gericht. Und das hat mit Geld was zu tun. Das bedrückt ein bisschen, aber diese Schlange zeigt hier entweder eine Frau, die hilft, unterstützt, oder hier kommen die Erneuerungsprozesse, ändert sich die Lage. Und ihr steht oder du stehst hier in Öffentlichkeit, bekommst du Lob, Ansehen, Anerkennung. In Vergangenheit war etwas unklar, undeutlich. Das könnte sein, du hast das vor halbes Jahr erlebt. Jemand hat dich hier verletzt, war falsch. Und da hat sich gar nichts bewegt in diesem Zeitpunkt. Wirst du aber Glück haben, weil die Mäuse alle diese Karten entfernen und dadurch klärt sich etwas auf, verbessert sich alles in allen Lebensbereichen. Und das war diese Monatslegung. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.